Jetzt kommen wir zum Teil Digitalkultur. In den nächsten 2 Stunden haben hierfür auch wieder 4 Talks vorbereitet, jeweils 25 Minuten. Den Blogbeginn wird Daniel Seitz, Geschäftsführer des Vereins Mediale Pfade, der sich um politische und mediale Bildung kümmert. Und er wird heute sprechen über Bildung in der digitalen Gesellschaft. Einen herzlichen Applaus bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen zu dem Talk über Bildung für eine digitale Gesellschaft. Zielgruppe ist hier, glaube ich, relativ breit, deswegen war so die Frage, an wen richtet sich der Talk überhaupt? Und ich glaube, zum einen sind es halt viele Tech-Communities, die sich hier abbilden, und zum anderen Bildungsinitiativen. Und das, worauf ich raus will, ist so ein Stück weit zu gucken, was könnte jeweils der einen oder der anderen Zielgruppe fehlen und welche Ressourcen liegen dann auf der gegenüberliegenden Seite, und Kooperation ist dann eigentlich das, worauf ich raus will. Ich habe das in ein paar Teile unterteilt, so ein bisschen so die Don'ts, also wo zeichnen sich Dinge ab, die ich gerade so aus einer Bildungsperspektive nicht ganz so förderlich finde, will so ein paar grundsätzliche Handwerkszeuge geben, wie man sich im Bildungskontext orientieren kann, und werde über ein paar Beispielprojekte dann nochmal konkreter aufzeigen, was ich damit meine. Zum Start mache ich mich gleich mal unbeliebt und nehme mal so ein paar Claims von Initiativen aus, die ich vielleicht grundsätzlich gar nicht so schlecht finde, wo aber im Wording schon so ein bisschen klar wird, wo es hingeht und was ich so ein bisschen problematisch finde. Also ich finde, es geht nicht um die Digitalisierung der Bildung. Es geht um eine Bildung für eine digitale Gesellschaft. Und jetzt haben wir ganz viel so Wording-Geschichten, über die wir uns die nächsten 20 Minuten unterhalten werden. Aber gerade im Bildungskontext geht es ganz häufig um Sprache und Konzepte und Herleitungen, wo das herkommt, um sich darüber verständigen zu können. Und deswegen finde ich das gar nicht so klein-klein, sondern ganz entscheidend, worüber wir uns unterhalten. Und das ganze Digitalisierungsding ist halt sehr, am Ende steckt da Kapitalisierung auch mit drin. Und das kann kein Ziel von Bildung sein, dass wir stärker verwertbare Menschen aus einem Bildungsapparat herausbekommen, die dann besser in der Wirtschaft agieren können. Digitale Bildung ist so ein Begriff, der ganz häufig rumgeistert. Der macht so einen Punkt deutlich, nämlich also Medienbildung, all das, was da schon lange geistert, war nicht immer nur auf digitale Medien bezogen, aber deswegen verstehe ich den Punkt, da nochmal das Digitale hervorzuheben. Ich glaube, leichter lässt sich es aber andocken an Konzepte, die eben schon länger existieren, sowas wie Medienbildung, politische Bildung und so weiter. Und das einfach machen, glaube ich, dass es nicht so einfach ist. Also Bildung ist was Komplexes, und das einfach nur machen, finde ich, ist kein Wert an sich. Also ich begrüße sehr, dass viele Initiativen inzwischen auf dem Schirm haben, dass es auch wichtig ist, Zielgruppen wie Jugendliche anzusprechen und dafür Konzepte zu entwickeln. Ich denke aber, das muss mit großer Sorgfalt getan werden, und da gibt es viele Akteure, die da Ressourcen haben, die vielleicht Tech-Initiativen, die in dem Bereich starten, so noch nicht haben, und da lohnt sich es, glaube ich, stärker aufeinander zu schauen und auch stärker zusammenzuarbeiten. Und auch jeder kann programmieren, ist so eine Aussage, die man ziemlich leicht raushauen kann, aber erstens stimmt sie nicht als Zustandsbeschreibung, und zweitens finde ich sie als Ziel auch nicht erstrebenswert. Jetzt einfach, Programmieren ist ein mächtiges Werkzeug, das ist völlig klar. Das ist etwas, was man sich gut aneignen kann, und danach wird man die Welt besser gestalten kann und vor allem die Welt von morgen. Aber wenn man die Idee einer pluralistischen Gesellschaft hat, dann ist es nicht zielführend, einzelne Handwerkszeuge zu definieren, die jeder können muss. Das wird auch bestimmt nicht die Leidenschaft entfachen, die wir uns von dem Ganzen erhoffen. Also ich denke, die Leute, die heute codingmäßig unterwegs sind und damit auch Gesellschaft gestalten, sind bestimmt nicht die, die irgendwann dazu gezwungen wurden, coden zu lernen, sondern die, die sich selber drauf geschafft haben, weil sie eine Motivation hatten. Und ich glaube, auf diese Motivation müssen wir viel stärker schauen als auf die einzelnen Fähigkeiten. Und was auch so ein bisschen auffällt, wenn Tech-Initiativen, netzpolitische Initiativen und so weiter einsteigen in das Feld der Medienbildung, digitale Bildung,
dann kommen da eigentlich häufig erstmal bewahrpädagogische Ansätze raus. Es wird ganz häufig irgendwelche auf irgendwelche Dinge geguckt, die gerade nicht funktionieren. Und dann macht eine Tech-Initiative erstmal sowas wie Cybermobbing-Workshops oder so. Und ich glaube, so diese bewahrpädagogischen Ansätze, also Dinge waren früher besser und wir versuchen, die ein bisschen so zu halten. Davon gibt es mehr als genug. Auch diese Idee, man muss Dinge reparieren im digitalen Raum, weil Jugendliche da nicht mitkommen. Also im Zweifelsfall, wenn ich von Zielgruppen spreche, spreche ich von Jugendlichen, weil das einfach der Bereich ist, der am stärksten gefördert wird und der Bereich, den wir auch am stärksten durch Bildung definieren können, weil wir da einfach Bildungsräume haben, wo wir alle erreichen können, Schule. Und ich glaube, da gibt es nicht so sehr den Bedarf. Ich sehe viele Tech-Initiativen, die ein positives Bild dessen haben, wo wir auch mit all den Chancen von Technologie hinwollen. Und die sollten sich vor allem abbilden in dem, was dann auch im Bildungsbereich getan wird. Und das finde ich auch nochmal spannend, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Was besser funktioniert, ist Bildungsziele zu definieren. Und da hat zum Beispiel die Körperstiftung mit digitale Mündigkeit und 5 Thesen, davon würde ich mindestens 3 zustimmen, schon mal gut vorgelegt. Da kann man sich viel draus ziehen, wo sie einfach definiert haben, wo wollen wir hin, auch mit so einem positiven Bild eines digitalen Raumes. Und letztlich, glaube ich, ist immer ein zentrales Ziel von Bildung Emanzipation. Also die Befähigung von Menschen, selbst ihre Zukunft zu gestalten und so ein Stück weit auch aus einer Unmündigkeit auszusehen. Und das, finde ich, muss jedes Bildungsangebot mitreflektieren. Also Menschen, die gebildet werden, sollten aus dieser Situation stärker rausgehen. Und zwar nicht stärker in der Abhängigkeit zu mir als Bildungsinstitution, sondern stärker als Individuum. Also da ist man auch relativ schnell dabei, neue Abhängigkeiten zu schaffen, die wir uns immer auch vermeiden sollten. Ich habe so ein paar Methoden und ein bisschen Handwerkszeug mitgebracht, die man sich anschauen kann, wenn man in den Bereich eintritt. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man mit einer Grundhaltung in Bildungssituationen geht und Prinzipien sich vorher arbeitet. Ein sehr altes Konstrukt, das aber immer noch gut funktioniert, kann man bestimmt weiterentwickeln, aber ist der Beutelsbacher Konsens. Jeder in der politischen Bildung, der da unterwegs ist und jede, wird diesen kennen. Ganz viel Förderung verlangt, dass der Beutelsbacher Konsens eingehalten wird. Zum Beispiel, wenn man von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert werden will, verständigen werden sich darauf. Und der ist relativ einfach, aber gleichzeitig sehr weitreichend. Mit den 3 Grundsätzen Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot und der Schülerzentrierung. Überwältigungsverbot ist total zentral und glaube ich auch was man, wenn man so in dem netzpolitischen Feld unterwegs ist und sich als Aktivist versteht und für sich natürlich in Anspruch nimmt, Dinge klar zu haben, verändern zu wollen und so weiter, dann kann man, glaube ich, relativ leicht am Überwältigungsverbot scheitern, weil das besagt, ich darf nicht meine eigene Meinung der Person, mit der ich zusammenarbeite, diese überhelfen. Und da muss man sich, glaube ich, relativ stark reflektieren, wo ist so mein Anspruch, wo will ich in der Bildungssituation hin und was ist im Sinne dessen, mit dem ich arbeite. Kann man sich sehr intensiv damit beschäftigen und ich glaube, wenn man sowas konzipiert, sollte man das immer mit im Blick haben. Das Kontroversitätsgebot finde ich fast noch spannender. Das besagt nämlich, dass ich ein Thema der politischen Bildung, wenn ich das in einem Workshop behandle, in der Kontroversität darstellen muss, wie es in der Gesellschaft auftaucht. Nehmen wir mal das Beispiel Überwachung, wo wahrscheinlich hier sehr viele eine sehr starke Haltung dazu haben, in der Tendenz ablehnend und mehr für Freiheit als für Sicherheit, würde ich jetzt mal so pauschal dieser großen Menge im Raum unterstellen. Dann reicht es aber nicht, mit dieser Grundhaltung reinzugehen und zu sagen, am Ende muss rauskommen, dass Schüler zum Beispiel oder Schülerinnen verstehen, was das Problem von Überwachung ist. Sondern das Kontroversitätsgebot besagt eben auch, ich muss das Thema in dieser Breite darstellen, wie es in der Gesellschaft auftaucht. Das heißt, natürlich gibt es auch Menschen, die sagen,
Sicherheit kann nur hergestellt werden, wenn wir immer stärkere Überwachung haben, wenn wir dazu Gesetze haben, wenn wir öffentlichen Raum überwachen, wenn wir Predictive Policing machen und so weiter. Also da gibt es ja viele Ideen und das Konsiversitätsgebot verlangt von uns, in dieser Breite das darzustellen. Als politischen Bildner werde ich trotzdem eine Haltung haben und die wird wahrscheinlich keinem der beiden Ränder sein, würde ich mal meistens vermuten. Trotzdem ist es wichtig, dass ich das mit auf dem Schirm habe. Also muss natürlich auch die ganze Debatte verfolgen und das auch in den Raum mit einbringen. Da finde ich gerade einen sehr spannenden Ansatz Entschuldigung, von Johannes Baldorf, der bei der Amadeo-Antonio-Stiftung sich viel Gedanken macht über so Diskurs im digitalen Raum, der mal so das Overtone-Window hergenommen hat und auf den Beutelsbacher Konsens bezogen hat. Das Overtone-Window wird hergenommen, um so Diskurse, Meinungsbildung in der Gesellschaft sich anzuschauen und daraus Kommunikationsstrategien für Politik abzuleiten. Und Sie sehen hier von oben nach unten geht es um mehr Freiheit und in der Mitte ist immer so die Populärmeinung und nach unten geht es zu weniger Freiheit. Und es gibt einfach Dinge in unserer Gesellschaft, die sind populär, kann sich jeder darauf einigen, bis hin zu undenkbar, unsagbar. Ganz selten ist es sogar gesetzlich geregelt, sowas wie Holocaustleugnung. Aber meistens ist es eher sozial geregelt. Das heißt, es ist einfach klar, bestimmte Dinge sagt man in einem bestimmten Kontext nicht. Und was wir gerade erleben, ist eine relativ radikale Verschiebung von Diskursräumen durch ganze Pegida-Bewegung, die ganzen neuen Rechten, auch AfD macht das sehr gezielt, bis hin zur identitären Bewegung, die sogar mit diesem Overtone-Window konkret arbeiten, weil sie sehr genau auf dem Schirm haben, wie man Diskursräume verschiebt. Und immer dann, wenn halt radikale Dinge immer wieder häufiger gesagt werden, werden die halt irgendwann vom Radikalen oder Undenkbaren verschieben, die sich in Richtung Akzeptables. Das heißt, auch da müssen wir sehr genau hinschauen, was passiert da gerade im digitalen Raum und müssen diesen Raum mitgestalten. Und die These, die jetzt da drin steckt, ist, es gibt einen Beutelsbacher, also im Sinne des Beutelsbacher Konsens gibt es eine Kontroverse und die bewegt sich aber zwischen akzeptiert und akzeptiert. Also wir müssen nicht die undenkbaren oder die unsagbaren Themen damit aufnehmen. Aber da ist auch immer die Frage, wer definiert das, aus welcher Haltung heraus und so weiter. Und das meinte ich so am Anfang mit, das sind nicht ganz einfache Dinge in der politischen Bildung oder in der digitalen Bildung für den Raum. Das sind einfach Sachen, die wir ständig mitreflektieren müssen. Und der letzte Punkt ist gleichzeitig trivial, aber kann man nicht sich oft genug vor Augen halten, dass die Schülerzentrierung oder Zielgruppenzentrierung, also die Frage ist immer, für wen mache ich das Ganze? Warum? Was muss da rauskommen? Auch eine Transparenz dessen, was ich erreichen will, steckt damit drin. Also ich finde, wenn jemand sich in eine Bildungssituation begibt, dann muss er wissen, wie er danach wieder rauskommt. Zumindest in den Dingen, die wir freiwillig tun. Schule zählt da halt nicht dazu. Da werden auch solche Sachen eher selten diskutiert. Und wenn man sich dann so umschaut, was jetzt nochmal an Grundlagen da ist, dann findet man schon relativ viel. Pressekodex finde ich gerade in den Zeiten, wo viel über Lügenpresse und so weiter diskutiert wird, ein sehr hilfreiches Werk, mit dem man eben in Bildungssituationen solche Dinge diskutieren kann. Die Hackerethik ist etwas, was aus der Community her sehr akzeptiert ist und was aber auch uns Grundsätze bieten kann, wie wir in Bildung für eine digitale Gesellschaft gestalten. Es ist bestimmt, ich würde behaupten, sie hat mehr Vergangenheit als Zukunft. Sie gibt schon sehr lange und ich glaube, man muss die gestalten. Also die Dinge werden sich verändern und so müssen sich auch immer wieder unsere Grundlagen verändern. Chaos macht Schule hat viele Forderungen aufgestellt, die man sich in dem Kontext gut anschauen kann. Wichtig, glaube ich, ist, dass es einfach breite Diskurse über unsere Grundsätze für eine Bildung, für eine digitale Gesellschaft geht.
Und darunter liegen auch nochmal die Code of Conduct. Also die Bildungsräume, glaube ich, müssen wir uns auch definieren und uns sehr genau anschauen, wie wollen wir uns zueinander verhalten. Und das ist in einem Offline-Raum vielleicht nochmal ein bisschen leichter, weil dann diese Einhaltung auch viel stärker eingefordert und gestaltet werden kann. Wenn das lange nicht passiert und mitgestaltet wird, dann sehen wir, was gerade passiert in der ganzen Hate-Speech-Debatte und so weiter. Das sind halt ungestaltete Räume und Räume, in denen sich viele lange nicht über Grundsätze und Verhaltensregeln verständigt haben und die dann irgendwann so ausufern, dass sie auch kaum noch einzufangen sind. Aber solche Grundsätze müssen irgendwo anfangen. Das heißt, wir müssen den Räumen, die von uns noch erreicht werden können, müssen wir über solche Sachen diskutieren. Irgendwann sind sie außerhalb unserer Reichweite und verselbstständigen sich auch ein Stück weit. Und da, glaube ich, ist auch so die Grundidee der Partizipation, also wie stark sind Menschen an dem beteiligt, was sie angeht, etwas ganz Entscheidendes. Und gerade beim Stricken von Bildungsangeboten passiert es sehr leicht, dass man vergisst, die Zielgruppe einzubinden. Dass die Zielgruppe nur noch Adressat von Bildung ist, nicht aber selbst beteiligt wird an der Gestaltung und den Zielen von Bildung. Ich glaube, da bietet sich gerade in Tech-Communities ganz stark an, da viel stärker die Menschen, die man adressieren will, ganz früh einzubinden, nämlich dann, wenn es schon um Konzeption geht, Beantragung von Mitteln, Ausgestaltung von Themen, Methoden und so weiter. Das müssen nicht alle sein, aber der Vorteil, wenn ich Zielgruppe früh einbinde, ist halt immer auch, dass ich die nicht an der Zielgruppe vorbei agiere. Rechts unten sehen Sie eine Beteiligungsleiter und die definiert eben 9 Stufen von Beteiligung. Und es gibt eben auch viele Formen von Nichtbeteiligung. Das sieht man auch bei vielen Bildungsangeboten, die vielleicht top-down gewollt sind, dass man halt leicht mal bei einer Instrumentalisierung oder einer Alibi-Partizipation. Also Sie glauben gar nicht, wie viele Anfragen wir bekommen, wo das Ziel ist, ein Bürgermeister, der am Ende mit grinsenden Jugendlichen auf dem Foto landet, zu irgendeinem tollen kommunikativen Tag. Das ist so Alibi-Partizipation oder viel stärker noch eine Instrumentalisierung von Zielgruppen. Und das geht eben hoch bis einbeziehen, das ist schon mal gar nicht schlecht, aber das ist tatsächlich auch noch nur eine Vorstufe von Partizipation, von echter Partizipation. Das heißt, wenn ich mit Zielgruppen in Kontakt bin, mich mit denen austausche, wie etwas aussehen kann, ist es gut, schon mal viel mehr als viele das einlösen. Aber echte Mitbestimmung geht eben erst dann los, wenn ich auch definiere, welche Entscheidungsräume eben nicht nur von mir gestaltet werden, sondern von den Menschen, mit denen ich umgehe, auch definierter und einforderbarerweise eben auch die Menschen einbezogen werden. Ich habe jetzt mal ein paar Beispielprojekte, wo ich finde, dass sie das sehr gut machen. Zum Start das Aula-Projekt, ich lasse mir das Video im Hintergrund laufen, da ist kein Ton drauf. Das Aula-Projekt von Politik Digital, die gehen ein super wichtiges Thema an, nämlich das Thema Demokratie an Schulen, was tatsächlich ein Riesenproblem ist. Ich glaube, es gibt in unserer Gesellschaft wenig Räume, die so antidemokratisch sind wie Schule. Ich muss dahin. Ich muss mir alles, was da passiert, gefallen lassen. Wenn ich eine hohe Anpassungsleistung bringe, dann komme ich da relativ gut durch. Wenn nicht, dann habe ich ein großes Problem. Und Formen von Mitbestimmung gibt es nicht. Es ist alles relativ klar definiert. Und da gibt es, glaube ich, noch viel zu tun. Und da liefert das Projekt sehr gute Ansätze, in dem eben genau über solche Dinge diskutiert wird. Also wie kann eine Schulordnung aussehen, die Schüler mitdenkt, und zwar als selbstbestimmende Individuen. Und das ist natürlich wahnsinnig weitreichend, weil das, was wir in der Schule seit sehr langer Zeit lernen, ist am Ende Konkurrenz, ist am Ende gegenüber anderen behaupten, ist hohe Anpassungsleistung. Das sind, glaube ich, nicht die Kompetenzen, die wir für die Zukunft brauchen. Und
ich meine, wir haben 7 Millionen Schüler, alle laufen da einmal durch. Das kann ein toller Raum sein, wo man wahnsinnig viel lernt und bestimmt lernt man da viele Dinge auch. Aber da gibt es auch noch viel zu tun. Ein anderes Projekt, das spiele ich mal kurz an. Hey, hallo? Grüß Gott, sind Sie von den Datteltätern? Ja? Wir brauchen Ihre Hilfe. Was ist denn los? Sie müssen ein Video für uns machen. Diese Salafisten überrennen uns. Ja, das übliche Problem halt, ne? Okay, Thema Salafismus. Wie gehen wir daran? Sehr komplex, sehr schwierig, sehr emotionsbeladen. Wir brauchen also verschiedene Perspektiven und Herangehensweisen. Ich meine, das fängt ja schon beim Namen an. Man bezeichnet einfach Leute als Salafisten, die sich selbst gar nicht als Salafisten bezeichnen würden, weil sie das Wort ganz anders verstehen und ganz anders definieren. Oder man nimmt einfach Leute, die gar nichts damit zu tun haben. Ich bete für am Tag, esse kein Schweinefleisch und fastet zu Ramadan. Ah, Sie sind Salafist? Und da, wenn wir Wer kennt die Datteltäter? Ah, ich würde ein Drittel sagen. Wahnsinnig tolle Truppe, die so das Thema Islam mit einer sehr ironischen, aber auch wahnsinnigen inhaltlichen Tiefe bearbeiten. Sie nennen sich selbst Satire-Kalifat. Und großartiger YouTube-Channel, kann ich sehr empfehlen. Yunus, der den Start gemacht hat, arbeitet an Deradikalisierungsprogrammen für IS-Gefährdete und so weiter. Also da ist auch wahnsinnig viel an Kompetenz da. Und begriffsweiten Islam habe ich aufgeschrieben, weil das ein spannender Ansatz von der BPB war, um eben auf deren Erfolg von einigen YouTubern, die eben in der Gesellschaft nochmal Dinge sichtbar machen, die vielleicht sonst nicht so sichtbar sind und vor allem auch Zielgruppen, die wir sonst in klassischen Bildungsräumen nicht erreichen, aufgesetzt hat, um eben nochmal das Thema Islam stärker zu bearbeiten. Ich habe gleichzeitig jetzt nicht das Video aus der begriffsweiten Islam Reihe genommen, weil ich fand, da war, also es war einfach nicht das Stärkste. Also da merkt man dann auch wieder, sobald sich Bildung halt auf Initiativen draufsetzt, die für sich tolle Arbeit machen, dann kann das sehr gut funktionieren, ist aber relativ kompliziert. Also wir können auch nicht so Eigeninitiativen einfach nur so auf Nutzen und uns draufsetzen. Das funktioniert manchmal, ist aber relativ komplex. Das finde ich spannend. Da sind wir, glaube ich, erst am Anfang, gerade mit so reichweitenstarken, ja, in der Marktwirtschaft heißen sie Influencer, sagen wir Social-Media-Persönlichkeiten, also Menschen mit großer Reichweite. Es ist wirklich sehr lustig, das Video. Genau, also da sind wir, glaube ich, erst am Anfang, eine gute Zusammenarbeit aus, ich sage mal, Zivilgesellschaft und so Menschen mit großer Reichweite und Bildungsträgern zu finden. Hier spiele ich auch mal kurz an, schon mal der große Disclaimer, Befangenheit. Jugendhackt ist ein Projekt von der Open Knowledge Foundation Deutschland und Mediale Pfade. Ich würde es trotzdem mit benennen, weil ich da finde, stecken ein paar Sachen drin, die für hier ganz spannend sind. Ja, sag mir deinen Twitter-Namen und ich sag dir, wen du wählst. Ja, so oder so ähnlich funktioniert unser Profilomat. Das ist so eine Art Wahlomat für Faule vielleicht. Der analysiert eben die Tweets eines Twitter-Nutzers und versucht eben auf Basis von denen, mithilfe eines neuronalen Netzwerks, das wir mit Machine Learning trainiert haben, werden die anderen gleich noch ein bisschen... Also man sieht schon, technisch wahnsinnig fit die Jugendliche, die aber vor allem eine wahnsinnig spannende Haltung mitbringen und was wir da zur Verfügung stellen, sind vor allem Räume, wo sich Gleichgesinnte treffen können, um innerhalb von uns definierten Raum, nämlich mit Code die Welt zu verbessern, eigene Dinge umzusetzen. Und ich glaube, das ist so ein Workshop-Ansatz, der gerade bei digitalen Themen sehr gut funktionieren kann. Ich renne leider außer Zeit, deswegen würde ich mal kurz nochmal ein Projekt überspringen. Kurz die Zusammenfassung, was, glaube ich, wichtige Projekte sind. Aula, in Strukturen gehen und diese verändern, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Jugendhackt, Workshops entwickeln und vor allem auf Persönlichkeitsentwicklung setzen. Datteltäter, würde ich sagen, an öffentlichen Orten Gegenrede aufbauen und auch eigene Inhalte stark machen. Und Serlo, was ich jetzt nur überflogen habe, ist eigene Bildungsplattformen gründen, die vor allem den Grundsätzen von Open genügen und die aber auch auf Basis demokratischen Strukturen beruhen. So, bis hierhin vielleicht mal.
Danke.